Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir haben einen neuen Stellplatzguide und zwar diesmal den Wohnmobilhafen Kapitänshaus in Tönning. Der Wohnmobilhafen Kapitänshaus gehört zum Komfortcamper Eider. Das ist ein 5-Sterne-Campingplatz und die haben tatsächlich zwei Wohnmobilhafen. Einmal das Kapitänshaus, da befinden wir uns, und einmal gibt es den Eiderblick, der ist da hinten. Wir wollen uns in diesem Video rein um das Kapitänshaus kümmern. Es hat sage und schreibe 51 Plätze und die sind so untergeteilt. Es gibt ganz normale Standardplätze. Das ist ein Standardplatz hier, wo man sich drauf hält, und der kostet 12 Euro. Dann gibt es natürlich beliebte Eiderplätze direkt vorne, die kosten 14 Euro. Und es gibt 3 XXL-Plätze, die kosten 15 Euro. Was XXL-Platz heißt, das werden wir euch einblenden. Ja, Strom gibt es am Platz, wie man unschwer erkennen kann. Die Stunde kostet 1 Euro, also eine Kilowattstunde kostet 1 Euro, so rum. Ja, und was es noch so alles gibt, das zeigen wir euch jetzt. Wir stehen hier gerade bei einem Eiderplatz, der ist nämlich gerade leer. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo in Tönning oder in St. Belauding umherfahren und die Aussicht hier genießen, die man hier oben im Norden hat, damit ihr aber mal seht, was man hier für eine Aussicht hat. Ne? Also richtig toll. Ich glaube, 14 Euro kosten diese Plätze, nur inklusive zwei Personen. Also nicht nur eine Person, sondern zwei Personen, 14 Euro. Und mit der Aussicht, wow. Und was ich damit meine, das zeigt Stefan, wenn er euch die Aussicht noch zeigt. Jetzt zeigen wir euch natürlich noch die Waschzentrale. Die Waschmaschine und der Trockner ist in diese Richtung. Die Waschmaschine kostet 4 Euro und dazu der Trockner kostet 3 Euro. Und ansonsten haben wir noch ein Spülbecken. Da wir auf dem Stellplatz Kapitänshaus stehen, haben wir diesen tollen Waschautomaten für die Kassettentoilette sozusagen. Und diese kostet hier 1,50 Euro. Das heißt, man schiebt die da rein und dann wird mit dieser Karte wird dann dementsprechend bezahlt. Da wir keine haben, brauchen wir das also auch nicht bezahlen. Was natürlich hier auch ist, ist Grauwasser wird man dort in dem Gulli los und natürlich Frischwasser. Ist dort kein Trinkwasser, steht auch dran, genau, das ist zum Nachspülen. Ah ja, und wenn man im Prinzip kostenlos seine Toilette entsorgen möchte, dann fährt man rüber zum Stellplatz Eiderblick, also das heißt auf der anderen Seite, und dort kann man dann kostenlos seine Toilette entsorgen. Kein Trinkwasser, wenn ihr Trinkwasser benötigt, also Frischwasser, 100 Liter für 1 Euro, einfach auf der anderen Seite fahren zum Eiderblick und da gibt es dann Frischwasser. Auf diesem Stellplatz ist eine Online-Reservierung auch möglich. Wenn man eine Online-Reservierung hat, braucht man auch gar nicht zur Rezeption. Man muss generell zwar nicht zur Rezeption, weil es gibt hier einen Check-in-Automaten, den kann man benutzen und dementsprechend muss man auch gar nicht die ganzen Angaben machen wie Personalien und so weiter. Das mussten wir nämlich
vorne in der Rezeption auf dem Campingplatz machen. Wir wussten das nicht, aber vielleicht macht ihr es ja besser. Außerdem sind hier sämtliche Informationen, was natürlich Strom bedeutet, was Toilettenautomaten und man kriegt hier noch was zu essen, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist natürlich. Ja, was gibt es denn sonst noch? Also auf jeden Fall alle möglichen Informationen und auch natürlich die Kosten, wie, was hier und wie viel es kostet. Genau, Kurtaxe darf man auch, muss man auch mit einberechnen, das darf man nicht vergessen. Und Camperfreunde sind ja auch teilweise Hundefreunde, das wissen wir. Und wenn ihr einen Hund dabei habt, der kostet, ich gucke nochmal drauf, 3 Euro pro Übernachtung. Leinenpflicht ist natürlich. Und wenn ihr auf den WCs geht, duschen, ja, die Mundmütze, der Schnutenpulli, der muss dabei sein. Ja, was soll man sonst noch so sagen? Wir sind gespannt, was wir am Schluss bezahlen. Wir haben aktuell, wie gesagt, für 2 Personen einen Standardplatz plus 4 Euro Volumen für das Duschen. Das Duschen kostet 10 Cent pro Minute. 30 Euro bezahlt. Da ist noch Pfand dabei. Das heißt, wir werden euch morgen, wir werden jetzt wirklich eine Nacht hier verbringen auf diesem Platz und werden euch dann also morgen erzählen, was es im Endeffekt gekostet hat. Wunderschönen guten Morgen. Es ist, keine Ahnung, irgendwie kurz nach 8. Und wie ihr seht, und ich hoffe, ich bin auch noch zu hören, regnet es. Und ja, ich laufe jetzt runter zu dem Campingplatz, der ja, wo die ganzen Stellplätze dazugehören, und hole da Brötchen. Denn diesen Service gibt es auch. Den muss man einen Tag vorher mal bestellt haben. Und dann kann man ab 8 Uhr diese abholen. Bezahlt ist das auch alles schon. Das heißt, das geht relativ zügig. Ja. Was nicht so schön ist, ist natürlich gerade, dass es wie Wolle regnet und jetzt auch noch es extrem windig ist. Und ich das völlig falsche Schuhwerk habe. Meine Güte. Ja, aber ist nun mal so. Wir sind an der Küste und da kann es auch mal dieses Wetter geben. Ich bin völlig durchnässt angekommen, meine Fresse, aber es war lecker. Die Brötchen sind hier echt gut auf dem Platz. Ja, und jetzt heißt es auschecken und jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Also wählen Sie Ihre Sprache. Auschecken. Und warten. Bitte schieben Sie Ihre Schrankenkarte ein. Karte erkannt, Karte lesen. Guthaben inklusive Pfand. So. 13,60 Euro. 10 Euro kostet das Teil. Und jetzt geht das Problem. Bitte stecken Sie die Karte ein. Hoffentlich mache ich jetzt die richtige. Das Guthaben wird auf Ihr Bankkonto überwiesen. So. Das kann sein, dass das alles gewesen war. Oder es gibt eine Quittung, das weiß ich aber nicht. Cashvorgang wurde erfolgreich durchgeführt. Also, wir kriegen jetzt das Geld auf unserem Konto. Tja, das ging jetzt wirklich einfach. Geld ist auf dem Konto entsprechend rübergegangen. Und jetzt können wir nämlich sagen, was wir bezahlt haben. Wir haben ja irgendetwas. Mach mal das Fazit. Ich rechne in der Zeit. Ja, also das Fazit selber für mich. Also ich finde diesen Platz richtig gut. Das ist eine tolle Sache. Es ist schon echt ehrlich gesagt wie ein Campingplatz. Das muss man sagen, nur halt günstiger. Die Landschaft hier rumrum ist sehr gut. Ist die Eider, also sehr schön, viel Natur. Man kann hier zu Fuß auch sehr viel laufen gehen oder halt auch mit dem Rad fahren. Ja, und was sagst du so zu dem Platz? Also ruhig, ruhig, absolut. Ja. Also wir standen ja nun direkt an den Rezeptionshäusern, wo die Toiletten sind. Also das ist kaum zu hören. Ich glaube, einmal in der Nacht habe ich was gehört, wie es kurz das Piep gemacht hat. Also ich gar nicht. Absolut gut. Wie gesagt, wir sind ja hier auf dem Wohnmobilhafen Kapitänshaus. Also der ist richtig schön groß. Also das gefällt einem, wie gesagt, mit dem tollen Blick auf die Eider. Dann haben wir, wie gesagt, da hinten noch den Eiderblick. Dann den Campingplatz. Also richtig
toll, kann man nicht anders sagen. Und man kann ja über die vier hier leben. Man hat ja das Watthaus, glaube ich, heißt das, oder? Ja, Forum. Wir blenden euch das Forum, naja, egal. Und genau. Wie gesagt, man kann hier viel erleben. Man kommt auch mit einer Bahn hier nach St. Gauding, wenn man das machen möchte. Also richtig gut. Bezahlt haben wir sage und schreibe jetzt für zwei Personen inklusive Kurtaxe 16,40 Euro. Das nenne ich mal aufgrund der Kurtaxe, wenn wir die abrechnen, von 14 Euro, 12,40 Euro inklusive Duschen, ist top. Ein guter Preis, genau. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, hätten wir jetzt den Platz genommen, wo wir gerade stehen, wären wir halt noch ein Euro teurer, glaube ich, oder? Nee, drei Euro. Dann naja. Wären wir jetzt bei 7. Aber trotzdem, auf also. Jeden Fall erhält dieser Platz hier Daumen nach oben. Definitiv, den empfehlen wir euch. Internetadresse blenden wir euch ein. Ja, und jetzt zum Schluss zeigen wir euch nochmal ein paar Bilderimpressionen, dass ihr das einfach nochmal auf euch wirken lassen könnt. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und ja. Teilt das Video, damit auch andere diesen Stellplatz kennenlernen. Genau. Und dann sehen wir uns bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao.